Willkommen zurück, liebe Leute in Rubakawa bei Many, Many, Many. Da steht er, unser Held. Da hinten lässt sich gerade ein Kollege die doch sehr üppigen Knochen tätowieren. Das ist wunderschön. Schauen wir uns gleich an. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe meine Verabredung mit Ines vergessen. Oh, wir hatten eine Verabredung mit Ines? Das hast du mir nicht gesagt, mindestens hätte ich mich schon drum gekümmert. Über diese Leiter bin ich hier reingekommen. Ja, genau. Ich will vielleicht, bevor wir weitermachen, erstmal ein bisschen ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Ich bin echt total begeistert, wie sehr euch dieses Let's Play hier und dieses Spiel vor allen Dingen gefällt. Also das freut mich sehr, dass euch das so mitnimmt. Vor allem an diejenigen, die es noch nicht kannten. Ich hoffe, ich habe euch hier ein Spielchen gezeigt, das es durchaus wert ist, da nochmal in den antiken Spielekisten rumzugraben. Und hier Rubakawa, Casablanca, die liebe Penetica hat es sofort natürlich erkannt. Als alter Filmprofi. Und mit alt meine ich natürlich, dass du bestimmt schon ganz lange ein ganz großes Filmwissen hast. Nicht, dass du alt bist, ne? Also sei mir nicht böse. Aber die Parallelen zu Casablanca sind natürlich hier im zweiten Jahr speziell nicht ganz unbeabsichtigt. Habe ich ja auch schon geschrieben. Das ist auch ziemlich cool, finde ich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal weiter um. Ich glaube, das sind Kataloge mit Tattoo-Vorlagen. Die sind mit nautisch und niedlich beschriftet. Und der dritte heißt einfach Ankermani. Okay, nautisch und niedlich. Oh, nicht jetzt, Manny. Ich bin mit Narancha beschäftigt. Das ist Matrose Narancha. Ich sagte doch, Calavera, nicht jetzt. Ja, ist gut. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Schalte den Bohrer ab und höre auf. Wie wär's damit? Nein, nein, nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Ich geb dir gleich. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Das brauche ich. Das braucht er. Okay, Matrosen Narancha. Dort ist ein Getränk, das er zu sich nimmt, um die Schmerzen zu betäuben. Dort sitzt er, lässt sich tätowieren. Wir müssen ihn ausschalten. Was heißt das für uns? Ihr wisst es doch genau. An einer Raupe? Was für eine Nervensäge! Hoffentlich hält er bald die Klappe. Eine Maus? Du treibst mich zur Weißglut, Calavera. Eine Raupe, die eine Maus frisst? Was willst du überhaupt hier? Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ist das ein Schuh? Verzieh dich! Soll das etwa ein Häschen darstellen? Musst du dich nicht um deinen schicken Club kümmern? Was auch immer es ist. Sieht wirklich toll aus. Geh Karten zinken oder sowas. Hey, nicht so unfreundlich. Das finde ich übrigens auch so geil, wenn man hier... Ich habe jetzt einfach nur die beiden avisiert und habe hier die Benutzertaste gedrückt und Manny fällt immer wieder was Neues ein. Das ist super geil. Ich glaube, das Kunstseminar hat wirklich geholfen. Ja, sei still! Die haben sich mit der Synchro so eine Mühe gegeben. Kann ich das mal ausprobieren? Hä? Und immer wieder kommt was Neues. Da fehlt noch was. Ich kann es nicht genau erkennen, aber sieht aus wie meine Eltern beim Streit. Hör mal, knirschst du etwa mit den Zähnen? Das solltest du wirklich nicht machen. Ich überlege, ob ich mir Donuts holen soll. Willst du auch was? Es ist so geil, das kann man stundenlang machen. Gute Arbeit. Weiter so. Gute Arbeit. Okay. Weiter so. Cool, jetzt ist es vorbei. Alles klar, wir haben hier ein Heftchen mit Tätowierungen. Wir haben... Was ist das da überhaupt? Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Baby. Woher wusstest du's? Hey, sag das nicht, Süße. Du weißt, dass ich vorbeikommen wollte. Von Minute zu Minute freue ich mich mehr darauf, die Stadt zu verlassen. Geiler Gag auf jeden Fall. Gut, hier ist Narancha. Narancha, ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen ihm was in die Flasche mischen. Wir müssen ihm was in die Flasche mischen und wir haben gesehen, was im Club passiert ist, als die Zauberzutat in den Cocktail gemischt wurde. Also, durchaus lösbar. Nur wie kommen wir ran? Das ist die Frage. Etwas anderes ist mir aufgefallen und zwar beim Enkodieren einer letzten Folgen. Ich glaube, es war sogar die letzte, als wir hier waren, im Blue Casket Club. Die Jungs dort, an dem Tisch, ja... Die hier vorne rechts, ich würde gerne mit der Maus drauf zeigen, aber es gibt keine Maus. Diese hier, die wollen ja, dass die Regierung stürzen und wollen hier aufbegehren, rebellieren.
Und dafür gehen wir mal ins Inventar, denn wir haben hier dieses. Manuel, es tut mir sehr leid, dass du noch nichts von deiner Metsche gehört hast. Gedulde dich. Du darfst dein Herz nicht verschließen. Wenn es eure Bestimmung ist, werdet ihr eines Tages wieder vereint sein. Ah, er glaubt noch immer, dass ich in sie verliebt bin. Nein, das ist das Falsche. Wir haben doch... Was ist das nochmal? Das ist diese Presse, ne? Hä? Manuel, wir haben entdeckt, wer in diesem üblen Spiel die Fäden zieht. Dadurch, dass du uns Zugriff auf den Computer verschafft hast, kamen wir auf die Spur des Mannes, der die Dienststelle für seine finsteren Machenschaften missbraucht. Sein Name ist Hector Lemont. Er war einst ein kleiner Gauner und ist durch Betrug an Verstorbenen zu Macht und Reichtum gelangt. Hüte dich vor diesem Hector Lemont, Manuel, und sei vorsichtig. Okay, Hector Lemont. Das ist das gleiche Dokument, da ist jede Menge Zeug drin. Auf jeden Fall sind das die Briefe, die wir vom Rebellenführer bekommen haben. Das sollte den Jungs doch eigentlich beweisen, dass wir hier nur die besten Absichten fürs Volk haben, oder? Lieber Freund, unsere Bewegung gewinnt täglich an Einfluss und wächst zusehends. Vieles davon ist unserem Kommunikations- und Aufklärungsnetz zu verdanken, dessen Aufbau allein dein Verdienst ist. In Anbetracht deiner Leistungen befördere ich dich hiermit zum Spezialagenten. Ich, Salvador Limones vom Zentralkomitee verlorener Seelen, salutiere vor dir, Manuel Calavera. Du bist ein wertvoller Verbündeter in dieser gerechten Sache. Er hat es nur vorgelesen. Ich hatte gehofft, ich kann es denen jetzt geben. Vielleicht so? Hey, habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? An Salvador Limones? Ah. Salvador Limones ist ein Armenmärchen, das die Ausbeuter den Massen als gute Nachtgeschichte erzählen. Idiot! Salvador Limones ist sehr real und wahrlich ein großer Mann. Er ist außerdem auch ein gefürchteter Briefeschreiber. Was ist denn das? Ich, Salvador Limones, salutiere vor dir, Manuel Calavera? Wichtiger Verbündeter in dieser gerechten Sache? Du kennst Salvador Limones? Wie ist er denn so? Warum hast du uns nie gesagt, dass du ein Freiheitskämpfer bist, Manuel? Ich kann nicht über meine Untergrundarbeit reden, sonst bringe ich die ganze Szene in Gefahr. Wow, krass. Hey, ich muss gehen, also, Viva la Revolution! Oh Mann! Wir haben sie beeindruckt. Und jetzt gib mir das Buch. Macht es euch was aus, wenn ich mir das Buch mal ausleihe? Klar, Mann. Bedien dich. Ja, sehr schön. Wir erinnern uns. In diesem Buch finden wir einen Guide, wie man aufbegehrt. Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Kapitel 1. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht? Nein, nicht Glottis, aber ich weiß, wem wir es zeigen. Ja, wir haben doch da ein paar sehr, demotivierte Bienenarbeiter, genau dort. Denen wird das doch bestimmt weiterhelfen. Denn wir brauchen ja auch was von den Bienen, ihr erinnert euch, ne? Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit den Pollen der ausgebeuteten Arbeiterklasse bauen? Lasst uns zurückschlagen! Ja! Ja. Wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt. Das reicht. Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in zwei Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Ah! Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte! Ja, genau. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Benny, besorg mir einen Anwalt! Einen Anwalt! Oh. Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt.
Okay, das ist jetzt nicht ganz so ausgegangen, wie ich das gehofft hatte. Ich hatte gedacht, hier gibt es jetzt eine Revolution, in Bienen geht's besser und wir kriegen das Bienenwerkzeug. Es ist traurig mit anzusehen, wie sehr sie ohne ihren Anführer leiden. Jetzt müssen wir den Vogel aus dem Gefängnis rausgehen. Ja gut, ich meine, es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir dem jetzt das Buch geben und dann das Werkzeug bekommen hätten. Ne? Wo ging es denn da nochmal hin? Ach, zum Leuchtturm, genau. Da können wir aber nicht hin. So, Jungs, was machen wir jetzt? Also, Jungs, wie wollt ihr Terry befreien? Schätze, muss mich selbst drum kümmern. Okay, die sind nicht sehr nützlich. Verdammt. Wir waren doch schon mal im Knast, ne? Wo war denn der nochmal? Was ist denn mit der Tür? Kann ich da noch rein? Nur mal so nebenbei. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wir haben uns jetzt hier rundum umgeguckt. Vielleicht finden wir noch was Neues, aber ich will jetzt gerne nochmal zum Knast. Der war hier hinten, glaube ich, ne? Wenn wir hier lang gehen. Hier war die Katzenrennbahn. Was war denn hier unten? VIP-Pass für die Katzenrennbahn, den brauchen wir ja auch noch, ne? So, wo ging's denn hier hin? Hier ging's doch, glaube ich, zum Knast, oder? Ah, ne, hier ging's zum Tätowierer. Genau, da brauchen wir ja noch Zeug. Gut, 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 gut. Moment, jetzt will ich nochmal kurz ins Inventar gucken. Ob ich irgendwas habe. Das ist der Schnaps. Der Brief. Ne, wir haben noch nichts, was uns jetzt in irgendeiner Form hier weiterhilft. Steck das weg, Manny. Ausgezeichneter Weinbrand, in dem sich echter Goldstaub befindet. Ja, genau. Goldstaub befindet sich da. Der Knast. Dann muss ich da rechts lang. So, dann gehen wir nochmal da gucken. Da müsste ja jetzt der Bienenmann sitzen. War der oben? War der echt oben? Dann fahren wir nochmal hoch mit dem Aufzug, ne? Für mich jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher. Da gehen wir mal rein. Wo war denn das? Wo war das? War das im Krieg? In Krieg, Bauerhorst. Genau, hier oben haben wir uns, glaube ich, noch nicht überall umgeguckt. Mach mal zu, das Loch da. So, hier sind wir runtergefahren. Das merken wir uns auch. Und jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Oh, dunkle Gassen. Sehr dubios, sehr zwielichtig. Das gefällt mir. Manny, willst du da nicht lang, oder? Nee, da will er nicht lang. Okay, dann gehen wir da hinten lang. Was ist das? Ach, das ist mein Café. Calavera. Café Calavera. Das Revoluzzer-Buch habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Was war hier? Da war dieses Dingens da zum Gucken. Lola, Lola, wo bist du? Lola, Lola. Lola, Lola. Hier oben konnte ich jetzt aber eigentlich... Vielleicht ist der Wachtmeister wieder hier in meinem Club drin. Der war ja im Casino-Dingens, ne? Da gucken wir jetzt mal, ob wir mit dem quatschen können. Ja, 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 netter hoch, Manny. Ay, caramba. Da hinten ist die, wie hieß sie? Loop. Loop ist das. Hui, jawohl, so ist das. Cool, Manny. Cool, Manny, cool. So, dort hinein. Wachtmeister, da ist er. Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. So, schnack. Wissen Sie, man sagt, dass man immer dann den Tisch verlassen sollte, wenn man gerade eine Glückssträhne hat. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Oh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein Glück noch nicht zu Ende ist. Les jeux sont faits. Okay, also so Ladies kommen wir nicht weiter. Das heißt, ich muss wirklich in den Knast gehen. Dafür muss ich erstmal rausfinden, wo der ist. Das werde ich herausfinden und ihr seid bestimmt bei mir, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Grim Fandango. Bis dahin, macht's gut, tschüss.